Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Let's Play The Legend of Zelda 1. Und im letzten Part war ich komplett frustriert und habe hatte dort einen Rage Quit und ja, im letzten Part, ja, waren wir hier im 8. Dungeon stehen geblieben, 28 Minuten lang und ja, ich bin jetzt nochmal offscreen, habe ich mich hochgehalten und bin jetzt zum Raum gegangen, wo der Schlüssel versteckt war. Hier war ja Schlüssel versteckt, deswegen, ja, bin ich jetzt wieder zurückgekehrt und bin jetzt hier und ja, wir gehen von hier aus können wir direkt zum Boss und mit dem Zauberschloss habe ich jetzt gesehen, sehen wir ja, meinen Schlüssel, und wir haben jetzt unendlich Schlüssel, so gesagt, wir können jetzt jede Tür aufmachen, das ist chillig und ja, jetzt müssen wir hoch, dann müssen wir nach links, dann zweimal nach unten. Nach unten, das bedeutet 1, 2, die sollten wir besiegen. Ganz kurz, ich würde gerne hier machen. Okay, wir müssen dann nach rechts. Oh scheiße, das war doof. Ich will lieber keinen Damage haben, weil die Viecher besiege ich am liebsten in der Türentaktik. Das ist jetzt so meine legendäre Türentaktik. Ich stelle mich einfach in die Tür, hier können sie mich nicht treffen und ich aber auch nicht. Ah. Auch die Feuerteile nicht, außer wenn ich rauslunze. Zum Beispiel jetzt können sie mich treffen. Und wenn die jetzt zum Beispiel in den Rücken kehren, schieße ich einmal mein Schwert entgegen. Und das mache ich, das habe ich so. Mache ich jetzt einmal so. Vielleicht. Werde ich euch das auch cutten, weiß ich nicht. Länger dauern. Aber ich karte jetzt lieber. Wir haben ja schon mal besiegt. Wir sehen uns. Bis gleich. Außer wenn es schnell geht. So, dann habe ich die jetzt auch fertig und ja, jetzt müssen wir hier hin. Oh, als ob hier noch der Gegner sind. Kann man ja ruhig überspringen, oder? Hier kann ich leider die Türentaktik nicht machen. Schade. Let's go, 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 okay. So. Nach rechts kämpfe ich die Feinde und nehme die Treppe auf der anderen Seite angekommen. Blickst du einfach in den Bock da oben. Okay. Warte mal, da haben wir einen. Hier oben ist der Boss. Was? Hier oben sollte er sein. Okay. Leute, ich passe echt gut auf diesen Schwertleder. Der ist so scheiße wertvoll. So.
Hier oben sollte er dann sein. Okay, dann haben wir den Boss getroffen. Und wir machen wieder Bekanntschaft mit unserem Lieblings... Oh? Ja, mit unserem Lieblingsboss. Keine Ahnung, wie er heißt. Ah, ist hier vielleicht noch ein Band auf der Karte? Okay, what? Habe ich hier noch ein Secret gefunden? Ah, okay. Keine Ahnung, was dieser Satz immer noch bedeutet. Egal. Machen wir Bekanntschaft mit unserem Lieblingsdrachen. Deswegen, Fallbogen. Samaria-Stab. Meinte ich. What? Bringt ja gar nichts. Ups. War nicht gewollt. Schwertlaser. Ach, stimmt, wir haben ja Schwertlaser. Der hat ja vier Köpfe. Ach komm. So, einfach reingestellt. Ein Herz verloren. Und ja, jetzt somit haben wir den Nachtdungeon in 6 Minuten geschafft. Ja, 32 Minuten gebraucht für den dann. Ne, 34 Minuten. Ja, moin. Okay, so. Wir beginnen auch direkt mit dem neunten Dungeon, dass wir in der letzten Folge den Endboss besiegen können. Und ja. Das bedeutet, wir gehen zum neunten Dungeon und jetzt muss ich auf die Karte kurz gucken. Schnellübersicht, ganz kurz, ich muss kurz gucken, welcher Dungeon am nächsten ist. Der fünfte Dungeon. Okay. Wir reisen zum fünften Dungeon. Dankeschön für den Hit. Nervensäge. So, wir reisen jetzt zum fünften Dungeon mit der Flöte. Oh, wir sind direkt angekommen. Cool. So, und dann hier lang. Hier lang. Und ich frage. Okay, er hat ja gesagt dort. Der Mann. Beim Dungeon. Ah, wie soll man da drauf kommen? Als Blind-Spieler. Ich weiß jetzt, ich habe ihn schon mal auf Screen gefunden. Warum wurde ich jetzt getroffen? Für wen? Von den Steinen. Mann, ich hasse es, wenn ich getroffen werde. Bin full life in den Dungeon rein. Okay. So, jetzt müssen wir hier aufpassen, weil hier sind nicht viele Gegner, hä? Ah, hier, okay. Okay, wir brauchen jetzt die legendären Bomben. Und der Boss findet sie. Das ist peinlich. Muss ich jetzt mal alle Gegner besiegt haben? Kleiner Besser. Ah, okay, ich habe falsch getroffen. Hier ist der 9. Kann man 9 Dungeon? Ja, kann man sagen. Und ich war hier schon mal ausgesehen drin, ne? Und fragen, hab mich gefragt, was das hier war, wo ich die erkundet habe. Und hier kann man nur durch, wenn man das Triforce hat. Und das erkunden wir jetzt mal diesen schönen Dungeon. Das ist der 9. Dungeon, okay. Ich sag noch nicht, wie dieser Dungeon heißt. Ich euch noch nicht spoilern, wer der Boss ist. Vielleicht kennt ihr ihn, vielleicht auch nicht. Wie shit. Bruder! Hä? Da kann man mich. Okay, die Rast geht komplett aus. Erstmal hier Licht machen. Okay. Es geht hier nicht mehr um. What the fuck? Ey, die dürfen mich bloß nicht mit ihrer Magie treffen.
Aber ich kann doch einfach weitergehen, oder? Das sei hier nichts. Ja, ich muss schnell so. Ich denke, ich habe falsch angefangen. Ja, gut. Ja. Man merkt, dass es der letzte Dungeon ist. Wir rasten ein bisschen hier aus. So. Wir sollten erstmal nach oben gehen. Würde ich jetzt vorschlagen. Ja, ich würde erstmal nach oben gehen. Oh. Fuck. Bist du her? Oh, mehr. Ey, ich mag die Magier nicht. Das sind einer meiner Hassgegner in diesem Game. Weil die das können. Aber man muss echt einfach nur draufklopfen. Man soll keine Taktik haben, man soll einfach nur draufgehen. Das ist hier das Beste, was man machen kann. Man verliert ziemlich viele Herzen. Man muss einfach hoffen auf eine Fee. Ja, gut. So, man sollte dann hier oben keine Bombe hin tun. Sorry. Muss man hier eine Bombe hin tun? Nein. Ja, aber. Nö. Hat. Jetzt war nach oben. Lege eine Bombe in die linke. Linke Wand. Mal zwei. Oben links ist doch hier. Eingang geht es vorbei. Ach so, das war der, okay. Okay. Muss ich die besiegen? Ach gut, hier ist ein Weg nach oben. Okay. Zwei Viecher. Fee. Nein! Es wäre wie ein Spawn. Okay. So, ich mach mal, wie hier mein Plan hier sagt. Oh, geil, Super Armor haben die. Ich meine, die haben keinen Super Armor. Nicht geil. So Maria-Stab haben. Okay. Hier muss ich ein Schwert machen. Das sind noch Fliegen. What the? Bruder, ich bin gleich tot. Go to the next room.
What the fuck?